Servus Leute, zurück zu King Arthur Knight's Tale. Wir haben das letzte Mal im alten Kloster mystischen Toren, oder wir sind mystischen Toren nachgejagt, die uns den Heiligen Gral versprachen, aber in Wirklichkeit boshafte Monster freisetzten. Und ein mystischer Magier, nenne ich es mal, hat uns dann entweder gerettet oder zumindest davon abgehalten, weit vorzudringen. Gut. Mal schauen, ob Lady Dindrain irgendwann später eine weitere Fährte vom Heiligen Gral findet und wird dann da mal suchen. Jetzt werden wir aber erstmal zurückkehren zur Flüsterbucht. Denn bei der Flüsterbucht gibt es irgendwas. Strange rumors around the bogs about murderous ghosts and strange lights. And a knight who is neither alive nor dead. In other words, it could be an average swamp in Avalon. But this feels like something I need to investigate. Since I've heard that for some reason, the swamp also attracted the interest of Sir Balin the Savage. Aber für diese Mission muss ich ihn nicht mitnehmen. Naja, erhöhte Chance auf Reliquienbeute. Oh, Reliquien, das ist gut. Und Bonusbelohnung Gold extra. Ja, weil nach dieser Mission sollte unser Händler auch Reliquien oder seltenere Sachen anbieten. Mit neuem Stuff. Da brauchen wir das extra Gold auf jeden Fall. Ah, dann können wir hoffentlich shoppen. Wir müssen diese Reliquien kaufen, weil dann kriegen wir mehr. A sacred graveyard for the heroes of the Dawn Ages. There is terrifying power in those old bones in the earth. What are these fools meddling with again? Die Herrin vom See ist mit allem unzufrieden, immer nur am Meckern. Immer nur meckern, egal wo ich hingehe. Beim letzten Mal hat sie auch gemeckert, dass ich das nicht machen soll. Und dann ging doch alles. Oh, was ist da? Please, can you help me? I don't want Schutz. To die here. Wie seid ihr hier gelandet? Sir Twelin was seen wandering the swamp. We wanted to take a look. Was? Twelin schon wieder? Den haben wir doch am Anfang des Spiels gekillt. Twelin ist hier, das ist unmöglich. We were looking for him for a while. That was the order. But we didn't find anything. Wo sind eure Gefährten? There was only the two of us. I escorted Friar Brian here. Ihr habt diesen unheiligen Ort nur. Honestly, by that time we didn't expect to find anything. You know, with Sir Twelin being dead and all. Das war keine sehr kluge Entscheidung, das muss euch mittlerweile klar geworden sein. We were idiots. This bloody place looked silent, and then it was swarming with the living dead. They surrounded us. Was ist mit Bruder Brian? I tried to hold up the dead, and Friar fled the ruins of the old castle. Dann ist er gewiss inzwischen tot. The Friar is a wise man. He knows a lot about these monsters. But you'll need to find him soon. I fear that he will not survive on his own for long. Okay, Schutz ist ein weiterer Kämpfer. Also versorge ich eure Wunden und dann werdet ihr mir dienen. Auf Kosten eines Trankes. Oder? Moment. Habe ich gerade was Gutes getan? Was Christliches? Kann ich das nochmal irgendwo nachschauen? Nicht, dass ich da einen Fehler begangen habe. Okay, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Nein, es hat mich nichts gekostet. War egal, was ich anscheinend mache. Schade, ich dachte, der hilft mir jetzt. Na gut, dann ist es nicht so. Frech. Dahin müssen wir. Finde den Ordensbruder. Da haben wir Rast. Okay, ich schaue gerade zu Rast. Morast. God must have a reason to arrange that our pathways crossed, Mordred. That's the reason I joined forces with you. Ich suche eher nach Loot. Wir könnten doch Schätze sich verstecken in so Ecken. Also mit meinem Wenger, der soll mal ein bisschen rumstöbern im Morast. Na gut, dann gehen wir doch erstmal dorthin. Wo der Ordens. Das ist eine Nebenquest oder wie? Tatsächlich tötet er Tavelin. Der ist schon wieder da. First pick should be mine. Na gut. Tavelin ist
rastlos, wie es scheint. Oh, da wartet mich ein Kampf. Is it worth dying for? Wo genau? Ah ja. Okay. Moment, da konnte ich sogar einen Gegner erspähen. Okay, so ein Typi. Okay. Da haben wir mittendrin einen Rast. Careful. Achso, weil da Loot ist. Natürlich gehe ich das Risiko. Hallo? Welle. Oh, Wellenangriff. Oh, die sehen besonders aus. Achso, das sind Scharmützler oder wie die heißen. Ja, Scharmützler. Da kommen dann die nächsten, okay. Blessings. Wenn du ihn wegmachst, kann der andere sich hinbewegen. Und den wegmachen. Ready. Kneel before your king. No mercy for the wicked. Defend yourself. War vielleicht nicht der klügste Move meinerseits, aber naja. Blitzschlag! Das war doch stylisch. So. In Ordnung. Das war Welle 1. Von 3. Alles unfair. Ja, das ist unfair. I am here to serve. Du machst den weg. No mercy for the wicked. Nicht. Da kommt sowieso gleich eine. Das passt also, wenn ich zu dem hinrushe. Okay, dann bereiten wir uns vor, dass da einer kommt. Es kommt nur da eine dritte Welle. Oh, dann wird es ein starker sein, der da kommen wird. I serve the Lord. Sehr gut. Ready to fight. Ja, dann existiert nur der dort unten. Bald. Ja, ist ein stärkerer. Erstmal die Rüstung wegmachen. Oder das extra Schild. Oh, der hat dem anderen auch ein extra Schild gegeben. Und geschrien. Na gut, Schrei ist jetzt nicht so wichtig. Würde ich mal behaupten. Blessings. Kann ich die beiden besiegen, ist die Frage. None can stand in my way. I am ready. Hier kann ich auf jeden Fall. Nein, das kostet 6, nicht 5. Ah, Mist. Oh, das könnte jetzt ein paar. Ich kann den nicht besiegen, oder? Ich kann den nicht killen. Wobei. Na, der hat zu viel Rüstung. Das wird nicht klappen. Nur weil ich mich hier verschätzt habe. Es kostet 6 anstatt 5. Ich dachte, es kostet 5. Ah. Die sollen halt nicht wieder aufstehen. Na gut. Dann ist es leider so. Okay, aber der Schild hat gehalten. Sehr gut. Okay, dafür haben wir... Boah, das war jetzt nicht so wert, aber naja.
Ja, besser als nichts, besser als nichts. Sagen wir so, es ist besser als nichts. Was haben wir hier drin? Was? Loot da. Everyone grovels at your feet, Mordred, but not me. I think I could better you in single combat. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Seiten erkundet, oder? Aber wir haben noch nicht alle Gegner gesehen, oder? Wer hat das zurückgelassen? Moment, warum? Loot irgendwo? Achso, da drin wahrscheinlich. Okay, wir haben alle Seiten mal angeschaut, also rein da. Ziemlich tricky hier zu kämpfen mit den ganzen Säulen im Weg. Wir sind gerade hinten scheinbar. Ja, ja, wir sind hinten an denen dran. Das ist, glaube ich, gut, dass wir hinten sind. Du dahin, den Bogenschützen wirst du wahrscheinlich erledigen können. Ready. Ja, ist gut, dass wir sie von hinten angreifen. Charge forward. Ein Aktionspunkt fehlt, um ihn noch zu erledigen. Also ist schon mal gut, dass er weg ist. Ich muss mich hierhin bewegen, um ihn abzuknallen. Dachte mir schon, in den Rücken müsste doch passen. Versteck ihn. Lauf hin. Abwarten. Speichern. Laufen. Abwarten. Den einen hat's zerlegt. Er hat sowas von zerlegt. Awaiting your command. Ja gut, du wirst den wegmachen. For the wicked. Reicht es? Jawohl. Make up your mind. Jump hinter ihn. Schnetzeln. Easy. Sehr schön. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Nach dieser Mission kommt ein neuer Händler mit extra gutem Loot. Bisher sind die Kämpfe okay. It's just a shrine. Ein Shrine? Oh ja, tatsächlich. Rüstungsrückgewinnung noch nicht zwingend notwendig. Schauen wir mal auf der Karte. Wir haben jetzt ungefähr den kompletten Nordbereich der Karte gleich erledigt. Ist hier. Ah, ich wollte schauen, ist hier ein Kampf und ich wollte noch nicht rein. Bless the Lord. He heard my prayers and brought you here in time. Mm. The lost ones are preparing an attack. Ready your arms. Mm. Oh, der hat viel Leben. Aber da kommen viele Beschwörungskreise. Von allen Seiten. Aber wenn es keine Fernkämpfer sind, dann ist es entspannt. Oh, hallo, was hast denn du Schönes gecastet? Mm. Mehr Bewegung. I serve the Lord. Die Flanke ist safe. What are we waiting for? Ich weiß nicht, was da kommt. Das ist das Problem. Let me cut you to size. Down. Erwartungsvoll, erwartungsvoll. Sie kann nichts mehr. Der Gegner rechts kann auch nichts, deswegen warten wir doch ab, wo wir hin müssen als nächstes. Okay, jetzt kommen Bogenschützen. Das wird lästig. Oh, das hat meine Overwatch umgangen. Das ist schlecht. Okay, drei Wellen. Sehr schön, wenigstens einer
ins Messer gelaufen. Wo, was bist du? Achso, ein Bogenschütze. Jawohl, hau mit der Keule. Oh, was war das? Was hast du jetzt über dir, Balin? Überrascht Segen. Jawohl! Balin, du wirst zur Kampfmaschine. I'm here to serve. The Lord is my witness. No mercy for the wicked. Okay, dann unterstützen wir doch hier mal. Wenn du schon so einen geilen Buff hast, dann sollten wir den auch nutzen. Ja, Schaden machst du halt nicht. Es ist nicht der Sinn dahinter, dass du Schaden machst. Okay. Oh nee, einer von denen kam dazu. Du kommst klar da unten, oder? Gegen einen Verlorenen. Awaiting your command. Ist da was im Weg, oder wie? Kann ich irgendwie mehrere wischen? Es ist... Make up your mind. Der Ritter dort oben ist ein Problem. Das ist im Weg. For my Camelot. Das ist auch ein Problem. Sie hat keine Möglichkeit wegzumoven. Sicher wegzumoven. Also muss ich sie beschützen, weil sie wird sonst verwundet. Und sie muss dringend aufräumen. Sonst stehen hier Viecher wieder auf. Der Kampf wird noch ein wenig dauern, leider. I am ready. No mercy for the wicked. Okay, du hast den langsam mal besiegt. Das ist schon mal wichtig. Der Knappe soll nicht mehr aufstehen. Okay. Schade. Hey, der hat drei Rüstung. Okay, der dort unten wird gerade angegriffen. Ich muss ja das Zeug loswerden. Da hinten ist eine Eins zu sehen. Das ist natürlich auch wichtig, ihn anzugreifen. 6 kostet es. Aber wir können ja mal bis... Ach komm, wir laufen hin und machen einfach einen Schlag. Ja gut, dann können wir es beenden. Ist effizienter als noch den Mist hier aufzuräumen. He didn't abandon me in my darkest hour. Ja, ihr könnt mir im Gegenzug helfen. Ich muss Tavelin finden. You should be careful.
Sir Tuellen is dabbling in the arcane arts. His soul is just as rotten as his mortal shell. Ach, das wussten wir schon. Kommt schon, ich brauche mehr Einzelheiten. This swamp used to be a sacred glade of the old faith. You can still find here the idols of the pagan gods, oozing magic. Okay, lasst mich raten. Tuellen benutzt diesen Götzen für irgendwas. Yes, he is trying to raise the fallen warriors from the dead. Warum soll er das tun? I have no idea. I can only tell you where you can find him. I saw him, but he was lost in a ritual. That's how I could escape. Was ist mit diesen Götzen, die ihr erwähnt habt? Those statues gave him power. You can go straight to battle with him, but I'd recommend destroying those idols first. Schließt ihr euch mir an? Ich könnte Hilfe gebrauchen. That's the least I can do. Dann lasst uns losziehen. Aber immerhin haben wir den als zusätzlichen Kämpfer. Ja, der macht zwar nicht viel Schaden, aber hält und hört einen Zug. Ja, das ist echt nicht schlecht am Anfang. Segen. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, er ist halt ein Supporter, so in etwa. So, ich sehe hier Loot auf der Karte. Mehrfach sogar. Hm. If they weren't trying to kill me. Ja, hier irgendwie. Hier will alles jeden töten, irgendwie. Alter Götze. Alter Glaube? Sieht hier irgendwie nicht so aus, oder? Das war kein Zeichen des alten Glaubens, zumindest. Ja, ich hätte gerne erstmal das Gebiet erkundet, bevor ich hier Oh, was ist das? Oh, da haben wir schon wieder versteckte Objekte. Gibt's die immer? Drei versteckte Objekte. So, schauen wir doch mal die Leben an. Mordred, I truly respect you for facing King Arthur the second time. Na gut. Was war das nochmal? War das Rüstungsrückgewinnung? Ja, das kriegt Mordred. Dann gehen wir mal an so ein Lager und rasten die Lebenspunkte, weil das gefällt mir nicht, wie niedrig ihre sind. Ja, die Lebenspunkte, nicht die Lebenskraft. Außer also der Mönch, genau. Wer hat noch Rüstung bekommen? Sie hat auch noch Rüstung bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss es sein. Gehen wir erst, ja, wenn er da rechts ist, hier rechts unten, dann gehen wir doch erstmal hier leer. Ja, wobei wir müssen da wahrscheinlich einen anderen Weg gehen. Ich gehe trotzdem mal hier entlang. Auf der Karte sieht es so aus, als könnte ich da entlang. So, wollte gerade sagen, das sieht doch besonders aus. Holzfällerlager. Oh, ein paar verlorene. Guten Tag. Nur Verlorene. Massenweise Verlorene. Das ist entspannt. Erstmal hier schön buff. Bam. None can stand in my way. I serve the Lord. The Lord guides my hand. Also mit nur Verlorene meinte ich nur Standard verloren. Nichts anderweitig Besonderes. Aber man weiß ja nie, die könnten ja noch... Oh, den Rest gönne ich mir. Da könnten ja noch mehr kommen. Hab extra jetzt gerade hingeschaut, ob da vielleicht Wellen kommen, aber nö, ich sehe nichts. Ja, der bewegt sich nicht so weit. Dann speichern wir die Punkte. Für die nächste Runde. Ein durchaus entspannter Kampf mal zur Abwechslung. Okay, der kam bis dahin. Jawohl, jawohl, jawohl. Sonst nichts, genau. Sonst hat sich nichts bewegt. I am ready. Blessings. Weg mit dem.
Genau, du hältst dann auf der linken Seite. Und der Rest kämpft einfach hier. Wobei, wir können auch auf die linke Seite. Selbst der Ordensbruder wird mit den klarkommen. Time to feed the ravens. Gute Reichweite und halt. Das ist halt stark, finde ich. Ich finde das stark. Awaiting your command. Ready. Das war alles. This fight is over. Super entspannt. Finde ich gut. Muss nicht immer ein harter Kampf sein mit besonderen Gegnern. Kann auch mal was Entspanntes sein. The Lord giveth. Mhm. Und der Wuji Nimitz. Nimeth. Okay. Gibt's hier vielleicht irgendwas Verstecktes? Alles abgelaufen? Nein. Mal in die Mitte reinlaufen? Nein. Okay. Hier hinter der Wand ist ein Ziel. Okay. Did you know that in the Bleeding Heart Monastery, we are trying to learn all we can about the Lost Ones? They are fascinating creatures. They defy everything we know about this magical island. Mhm. Schön, dass es euch so viel Interesse, dass ihr euch so für die interessiert. Moment, da laufe ich jetzt schon. Ja, eigentlich ist das näher an meinem Ziel. Ah ja. Ein verdorbener Götze. Und wir meinen nicht den Mario, den wir kennen. Sondern einfach ein Ort. Aha. Aha. Eine komplette Linie. Ich sehe keine Gegner hier irgendwo. Noch nicht. Hm, sind diese Beschwörungssäulen, diese verdorbenen Götzen? Keine Wellen. Knochentotem. Alles vernichten, oder wie? Gut, da sind Verlorene. Irgendwas Besonderes. Da ist ein Bogenschütze. Ein Armbrustschütze. Ich sage immer Bogenschütze. Für manche, die sich vielleicht denken, nein, das ist ein Armbrustschütze. Ich sage immer Bogenschütze. Das ist einfach einfacher. Liegt daran, dass ich in den meisten Spielen, so wie Gothic zum Beispiel, immer die Armbrust habe. Eher ignoriert habe. Bogen fand ich immer cooler. Armbrust fand ich so. Ist halt wie eine Mittelalterwaffe. Legst es an und drückst deinen Knopf sozusagen. Während Bogen, da muss noch Skill beweisen. ich rede so, als hätte ich Ahnung. Ich habe natürlich keine Ahnung. Schauen wir mal hier rein. Wurde die geplündert? Natürlich wurde sie geplündert. Wie machen wir es? Teilen wir links und rechts auf und dann sollen sie links und rechts kommen? Oder konzentrieren wir uns auf eine Seite? Wir konzentrieren uns auf eine Seite. Die sollen herkommen. I can take them all. Der kann sie verteidigen. I'm ready. Ja, warum nicht? For my Camelot. Kannst du das abschießen? Von hier aus. Oder von da aus, oder? None can stand in my way. Genau, von da aus kannst du es abschießen. Weil sonst beschwört es Viecher. Da bin ich mir sicher. Ich gehe davon aus, der eine Gegner kommt zu uns. Also erwarten wir ihn.
Genau, das Viech beschwört Viecher. Holla, die Waldfee. Auf der rechten Seite. Die beschützen das ganz schön stark. Könnte ich mir vorstellen. Das ist halt belastend. Du auf der rechten Seite kommt sonst nichts. Den wirst du doch besiegen können, oder? Boah. Tja. Komm nicht mehr durch. Die Gegner versperren den Weg. Na gut, dann Retreat. Den wegmachen, weil der stört. Der hat wenig Leben. Ich befürchte, darum müssen wir uns auch kümmern, um die Lebenspunkte. Mordred, du machst noch zu wenig Schaden. Das ist leider belastend. So, Balin. Du wirst dich verstecken und wirst die Bogenschützen hinten erledigen, während wir uns langsam aber sicher um die hier kümmern werden. Es belastet mich jetzt ein bisschen, dass ich den einen echt jetzt... Der macht halt kaum Schaden. Oh ja, ich habe ja Fernkampf. Ich muss den einen... Ah nee, dann kann ich keinen Fernkampf machen. Ah, schade. Dann muss er doch sterben. Das Viech beschwört halt Fernkämpfe und das ist lästig. Aber es ist gut, wie sie sich hinstellen. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens da einen guten Angriff. Einer weniger. Ja, das war mir schon klar. Down mit ihm. Ich kann mich nicht verstecken, das ist schlecht. Einfach draufballern. Jawohl, hau drauf. Ja, ein Schlag auf den. Oder machen wir den knapp. I am ready. So. The Lord is my witness. So sieht's gut aus. Down with the violence. Blessings. Jumpen kannst du nicht, aber du kannst das kaputt machen. Sehr schön. Dann machst du den weg. Dieses Gematsche. Stell dich mal an den ran. Dann rennt er nicht extra weg, hoffe ich. Ja. I'm here to serve. What are we waiting for? Sehr schön. Ja, aber der Lord hat keine Ahnung, würde ich mal sagen. Haben wir jetzt das Totem? Ach, das war das Totem. Okay, das war das Totem. Oh, was sind wir hier? Ah, verstecktes Objekt. Natürlich, natürlich. Gut, 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 gut. So, da drüben ist Tevin. Televin. Wie heißt der? Tevelin. Na, den wollen wir jetzt noch nicht. Wir schwächen ihn erst, soweit es geht. Ein weiterer. Okay, dann gehen wir erstmal darüber. Da ist ja ein weiterer verstecktes Teil. Und ein Rastplatz. Eine bräuchte Rüstung. Ansonsten geht's. Mhm. Gut. Das sieht hier verdächtig nach einem Kampfplatz vorher aus.
What is this thing? Ein Toter mit Blut. Mit ein bisschen Geld in seiner Tasche. Oder kann ich nicht durch? Hier sind ein paar Tote am Boden. Das könnte sein, dass die wieder auferstehen. Allerdings, wenn sie das täten, wäre das nicht so schlimm. Wenn es nur Verlorene sind. Ich frage mich. Ich habe schon lange nicht mal die Lore angeschaut. Ja, nee, das ist die Wärme des Feuers. Nicht der Lord. Okay, das war Nummer 2 schon. Crazy. Crazy. Diesmal sind nur 3 Objekte. Ist ja Loot? Nein. So, The Lord zeigt mir vor mir Loot, aber offenes Gebiet. Könnte auch Kampf bedeuten. Und wir können nicht erkennen, was es ist, oder? Ja. Immer wenn es so diabolisch aussieht, kann man es, glaube ich, nicht erkennen. Deswegen brauche ich einen gescheiten Arkanisten. Einen Arkanisten, der nicht in der Hinterhand bleiben muss. Mehr zurückbleiben muss. Na gut. Ah ja. Sehe ich da irgendwas Besonderes? Erstmal nicht. Nee, das sind einfach nur Verlorene. So muss es sein. Your Highness? Sinners shall bleed. What are we waiting for? Die Musik, ich finde die Musik gut. Ich finde sie stylisch. Ich sehe die Felder hier nicht. Macht aber auch nichts, ich will nicht weiter vor. Enthüllt. For the wicked. For the Lord Almighty. Ja, soll er kommen. Ein wunderbar einfacher Kampf. Absolut wunderbar. Kann ich nichts dagegen sagen. Die sieht doch auch aus, als könnte hier Loot sein. Vielleicht ist... Oh, Moment, was ist da? Jawohl, das ist das letzte Objekt. Das bedeutet Schätze. Und eine Banshee, natürlich. Aha, besiege die Todesfee. Yay. Okay, die ist direkt da, wo wir schon mal waren. Careful. Und einen Rastplatz. In the golden age of Avalon, knights were wandering the island seeking adventure. When they fell, they always returned fully healed and in great spirits. But after that unholy storm, they came back changed. Lost. Lost. Eine gute Serie. Wobei, ja. Früher war das eine gehypte Serie. Ich konnte ihr nicht so... Also ich habe sie auch teilweise gesehen, aber ich habe sie, glaube ich, nie bis zum Ende geschaut. Garbage or real treasure this time. Ah ja, gut. Nee, ich will jetzt erstmal schauen, was mit der Todesfee ist. Ist nur die Todesfee? Es wäre schön, wenn es nur die Todesfee ist. Bisher ist es nur die Todesfee. Es ist weiterhin nur eine Todesfee. I serve the Lord. Kutasche, ausgewichen. Okay, was für Skills hat sie? Ausweichen.
50%ige Chance. Das ist ordentlich. Ich sehe weiterhin keinen Gegner. Das finde ich gut. Ausweichen ist lästig. Leider kommt sie dran. I am ready. Ach, Moment, ich könnte es ja countern eigentlich mit. For my Camelot. Bringt aber leider nichts. Blessings. Hier aus. Sinners shall bleed. Fünfzig Prozent ist lästig. Lästig. Ein Leben noch ernsthaft. Oh. Gut, jetzt ist es wieder mehr Leben. Natürlich weicht sie aus. Aber so ist es. Finisher! Okay, Loot und Gold. Ja, gut. Die Todesfee wurde erledigt. Und XP. Oder EP. Extra EP. Sag ich auch nicht nein. So, wir müssen darüber. Tatsächlich ist schon richtig. Wir können, also er hat ein bisschen Lebenspunkte verloren, aber es macht nichts. Warum sind hier schon wieder so viele Knochen überall? So viele Leben, also so viele Menschen gibt's jedoch gar nicht. Das ist schon ein ziemlich verfluchter Ort. Ach, dort hinten ist also auch ein Rastplatz. Wenn wir das da geschafft haben, können wir nochmal rasten, wie es scheint. Gab es nicht drei Götzen? Okay, was erwartet uns hier? Ein Ritter haben wir. Ganz hinten natürlich. Ganz hinten, wo man ihn nicht erwischt. Nicht so schnell zumindest. Ein Fernkämpfer. Mhm. Großer Ordensbruder, verteidigt euch! So. Wobei ich hätte mit ihm da rechts entlang gehen können und da ein bisschen von der Seite zum Totem hin. Too late! Den greife ich schon mal an. Weil der wird zu uns kommen, der wird den nächsten Zug leiden. Vielleicht kommt er ja ganz zu uns. Wäre ganz nett. Habe ich ja gesagt. Wäre ganz nett. Ready to fight. The Lord is my witness. For the Lord Almighty. Sehr schön. Genau, opfere dich als Opfer für den Armbrustschützen. Wobei, vielleicht brauchen wir es gar nicht, weil wir mit dem hinsprinten können. I am ready. Hm, schade, der hat überlebt. Hm. Dann merkst du nix.
serve. Hier ist eine gute Position tatsächlich, weil von links kommt gerade keiner mehr. Die kommen alle von rechts. Okay, dann konzentrieren wir uns auch auf rechts. Time to feed the ravens. Habe ich kein Problem. The Lord is my witness. Sehr gut, du konntest dich nicht so weit bewegen. Also dann den Armbrustschützen wegmachen. Schön drauf einknüppeln. Sonst hat keiner mehr Energie, okay. Your Highness? Problematisch, dieser verlorene Ritter, der ist problematisch. Weil der steht halt jetzt direkt an Brian. Ready. Awaiting your command. Kannst du den wegmachen? Kannst du den von hier aus wegmachen? Nein. Ah, shit. Gut, dann haben wir ein Problem hier an der Stelle. Sie muss den wegmachen. Sonst wäre als nächstes aufgestanden. Du kannst den wegmachen. Dann ist der nicht mehr im Weg für... Kann ich springen? Nein. Dadurch ist auch schlecht. Ich kann ein bisschen die Rüstung kaputt machen. I can take them all. Mehr aber nicht. Nicht. Ja, sehr gut. Ups. Ich konnte ihn wenigstens eine Runde ausnocken. Your Highness? Blessings. Hat leider nicht zu viel gebracht. Ready. Sehr schön, jage sie, jage sie. Ready to fight. Na gut, jetzt halt. Nein, sie kann glauben. Na, er kann auch noch was machen. Okay. Der kann da raus. Ah, shit, ein Schritt zu weit, sonst hätte er nochmal auf den drauf knüppeln können. Achso, sie konnte... Ah, sie hat ja... Genau, sie hat in den Rücken geschossen. So ist richtig. So, mach ihn weg. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das war das zweite Totem. Mehr Loot hier nicht. Schade. Jetzt können wir... Oh ja, Rüstung. Er hat ganz schön gelitten. Rüstung und so. Das war notwendig, das stimmt. Okay, jetzt fehlt nur noch Sir Tavelin, oder? So wie es ausschaut. Wir können nochmal rasten. Das gönne ich mir tatsächlich auch. Dann können wir noch ein bisschen Lebenspunkte regenerieren. Dann sind wir fit für den Kampf. Ah, ist schade, wenn da irgendwelche mit Loot wären, weil wir hatten ja einmal einen solchen Schrein, der Loot gab. The Lord shall guide my hand. Genau, wir sind... Nein, wir sind noch nicht zu Sir Tavelin hingelaufen, den Weg. It feels strange to be part of your round table, Mordred. Mostly because it's not that different from Arthur's round table. Regardless of what you say. Okay, da geht's rein und hier geht's wahrscheinlich auch rein. Sie fragt bloß, wo es klüger reinzugehen. Oder habe ich hier einen Schrein der Ältesten?
Oder habe ich hier ein Kampfgebiet vor mir? Nein, sehe ich nichts. Moment, ist das ein extra Weg? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Da waren die Verlorenen. Da habe ich gegen Verlorene gekämpft. Nee, das war schon. Das kennen wir schon. Jo. Dann rein da, oder? Hm. Die kennen wir doch, die da drauf steht. From Camelot would work. Ehrlich? Das war der Plan, ja? You are all weaklings and cowards. You don't know what it takes to rule this land. Na ja, klärt mich auf, Tevelin. Gottlose Rituale? Blutmagie? You lot did me a favor. You opened my eyes. If I want to take back Camelot, I need to embrace what I am. Ein watschelnder Leichnam, der vom Thron träumt? I must become one with the darkness, like the Knight of Midnight. But he is unnatural, mad, an abomination. To hell with him. I will raise an army of the lost and rule as a good king. Ah ja, ein untoter König. Naja. Wobei, ich bin ja theoretisch auch... Also irgendwie sind alle... keine Ahnung. Ich glaube, ich habe genug gehört. Schön, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Was? Plus 10? Okay, was hat er da? Tote erwecken. Lässt sofort alle verloren, die wiederbelebt werden. Wiederbelebt auferstehen. Das wollen wir... Also Tevelin sollte... Ach, Ritter. Ja, die Ritter muss ich loswerden. Ready to fight. The Lord is my witness. Was haben wir denn um uns? Wir haben hier Kämpfer... Ah ne, Bürgerliche. Bürgerliche sind unwichtig. Bogenschützen, Bogenschützen. Ja... Wir haben ein paar Billos außen rum und dann starke hier drin. Und die Ritter sind am lästigsten. Okay, dann gönnen wir uns erstmal einen Buff. Er soll mehr Damage bekommen. I can take them all. Sinners shall bleed. Weil er wird jetzt als erstes mal auf den von hinten einschlagen. Gut, einer down. Sind schon mal fünf Lebenspunkte weniger. Den nehmen wir Heads on. Ist er immun gegen irgendwas? Nein, scheinbar nicht. Schade, hat trotzdem nicht geklappt. Aber wir... Hat er jetzt... Nein, er ist nicht auf mich fokussiert. Schade. Jetzt muss ich noch den wegmachen. Sehr gut. Und schon haben sie keine extra Lebenspunkte mehr. Dann können wir die Bogenschützen angehen. Ach, das ist der Skill. Ah ja. Naja. Gibt Schlimmeres. Würde ich behaupten. Ach, die Schwarmgegner sind lästig, aber handelbar. So, dich hauen wir einfach. Dich hauen wir einfach. Punkt. Gefällt mir. Sinners shall bleed. Gut, hast du fein gemacht? No mercy for the wicked. Du. Ja, warum nicht? Kannst du beide erledigen? Sehr schön. Du, kommst du mit einem klar? Jawohl. Das lief gut. Dann können wir den noch angreifen. Auch das lief gut. Der eine noch. An den ranzukommen wird schwieriger. Außer...
wäre witzig. Ah, ich kann es nicht sehen, wie er schlägt. I serve the Lord. Ja. Ein Schritt nach vorne. Weg mit ihm. Sehr schön. What are we waiting for? Finish him. Nice. So weit. So viel für Tim. Oh, eine neue Reliquie. So viel für Tevelin. Ja, Reliquien, die will ich haben. Die müssen alle in ihren Ausrüstungslot Reliquien haben. Ich frage mich, ob es eine Steigerung gibt, weil jetzt kriegen wir ja schon Reliquien. Wenn das schon das höchste ist, was man kriegen kann, weiß ich nicht. Muss man schnell. Da haben wir noch was. Sehr gut, dass ich rumgelaufen bin. Dann gibt es ja bald nicht mehr so viel. Was ist jetzt hier? Machen wir es jetzt klein. Kaputt und so. Hallo Herrin, rede mit uns. Flüster nicht einmal zu irgendjemandem, der dich nicht hören kann. Gut, dann haben wir es geschafft. Nice. Auch wieder eine sehr hervorragende Mission. Ja, ich muss zugeben, das Missionsdesign ist angenehm. Richtig coole Sachen dabei. Fallen ignorieren Rüstung. Mhm. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Wenn man komplett auf Fallen geht, ja, aber... Ich will lieber töten, anstatt verteidigen. Hm, zum Beispiel für den ersten Kill im Zug. Für erlittene Gifteffekt. Das hört sich doch... Mittelschwere Rüstung. 5 Rüstung. Ja... Mit Kill, also extra AP für Kills, das hört sich doch gut an. Also ich frage mich, ob in diesem Spiel sich diese Werte hier zum Beispiel steigern. Sowohl die Lebenspunkte, Rüstung, diese Werte, die da drunter stehen, ob die besser werden. Weil theoretisch müsste ja eine Steigerung sein. Die Gegner werden immer stärker. Und wir leveln zwar, aber sonst haben wir, also vom Equipment sehe ich jetzt noch keine große Steigerung, außer halt, dass jeder Reliquien bekommt. Sir Tevelin, der verlorene Ritter, ist zurückgekehrt. Der Tod hatte diesen einst noblen Ritter in einen verzweifelnden, boshaften Untoten verwandelt, der mithilfe einer Armee wieder erweckter Toter über Camelot herrschen wollte. Wir konnten seine Pläne vereiteln, doch eines Tages werden wir vielleicht wieder von ihm hören. Ja, ich glaube, ich habe ein Achievement beim Überfliegen gesehen, das irgendwie darauf hindeutet, dass wir den häufiger bekämpfen müssen. Oder töten müssen. Steinhauttrank, ja. Die ist nicht schlecht. Ja, okay. Jawohl, die sind aufgestiegen. So muss es sein. 2 Punkte. Ja, dann kann er auch den Schild anstauben. Nice. Und er ist auch aufgestiegen. Hm, was kann denn dann mein Arkanist bald? 10% mehr Waffenschaden generell. Einfach so. Hm, das ist doch brauchbar, oder? Ja, ein Feuerball-Effekt. Todesbann. Bannmeister. Todesbannziel verliert ein... Was? Ziel verliert ein Zug lang 30%. Danach sind sie wieder da, das ist doch... Hm. Bannstärke. Also kriegt er dann fast 40% weg, oder wie? Bann ist immer anscheinend diese... Blutbann, Verlangsamungsbann, immer diese... Das ist gut, dass es gut in den Farben dargestellt wird. Also Bannenstärke ist prinzipiell hier zum Beispiel. Bann. Bann. Alles Bann, Bann, Bann. Bann, Bann, Bann. Und Zauberkraft, ja, für mehr Schreien und so. Ja. Besser. Na, wenigstens Rüstung. Dann ist das aber auch schlechter. Aber sie hat auch ein Level abbekommen. Schnellbewegung gerade. Immun gegen Gelegenheitsangriffe. Also sie hat das, was man Wegrennen nennt. Mhm.
kostet einen Bewegungspunkt. Gibt's, wie viel hat sie normalerweise? 4. Zählen die 4 AP, die es allein schon kostet, damit, frage ich mich. Es könnten dann 9 sein, also 225% Schaden. Ich kann... So gut finde ich es nicht. Besonders wenn ich die anderen Sachen wenig steigere, dann wird es nicht so toll. Also wird es vermutlich der Spurt. Ein defensiver Skill. Sabalin, sehr gut. Was kannst du? Gasfallen, Wurfdolch. Ja, Wurfdolch hört sich doch super an. Dann hast du auch eine Fernkampf-Attacke. Genau. Darauf müssen wir ein bisschen achten, auf die Fernkampfattacken. Ja, das fand ich ja sexuell. Erstens, 5 Rüstung ist ordentlich für einen Schurken. Und dann noch extra AP, wenn man jemanden killt. Also er soll ja eigentlich im Hintergrund rumschleichen und alles killen. Genau. Das ist eigentlich der wünschenswerte Zustand. Ja, du könntest das da ausrüsten. Ja, es gibt mehr Leben. Aber eigentlich sollst du im Hintergrund in den Rücken stechen. Also es ist wiederum schlechter. Oder? Kann etwas schlechter sein. Ah, komm. Wir rüsten es einfach aus. Das hört sich gut an für ihn. Ah, das mit dem Verspotten ist aber OP. Ah, das ist schon. Ah, das ist eigentlich ein guter Gegenstand. Den könnte man mal vielleicht aufheben. Für zukünftige Kämpfer, Streiter. Ah, nee, wir haben ja noch einen. Genau, du. Das ist was Brauchbares für dich. Ja, auf jeden Fall. Besser als das, was es da gibt. Naja, gut. Okay. Dann sagt er, ist auch aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön. Ah ja, das haben wir schon geskillt. War eher unspektakulär. Sehr gut. Die sind alle auf dem hohen Niveau. Und dann... Lasst mich schauen. Genau, der Händler. Oh ja. Oh ja. Okay. Na, das ist doch schon mal zumindest ein Überlegungswert. Haben wir sonst noch irgendwas Geiles? Nee. Also wir haben generell schon bessere Auswahl, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir können auch erstmal das Zeug loswerden, was wir hier haben. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Hier ist ein Tank neu. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld habe ich? 4000, das reicht doch für beide Sachen dann. Nur Schütze. Eigentlich will ich keinen Schützen großartig mehr mitnehmen. Plain 9 Schaden, aber 15%ige Chance. Also ungefähr jeder 6., 7. Schuss. Im Gegensatz zu ihrer Waffe wäre es besser. Aber es lohnt sich halt nicht wirklich. Aber hingegen das hier, das lohnt sich schon eher. Einziger Haken von dieser Waffe, finde ich, ist... 9 Schaden. Das ist halt eben 9 Schaden. Das finde ich ein bisschen wenig. Das muss ich doch irgendwann steigern, oder? Plus 2 Giftschaden macht halt das andere. Das berechnet das Spiel nicht ein. Deswegen macht er 7 bis 11 Schaden eigentlich. Gut, ja, im Vergleich zu ihm ist es auf jeden Fall besser, was er hat.
Die wütende Schlagrune ist auch nicht schlecht. Achso, die habe ich angelegt, lol. Das andere hat auf jeden Fall... komisch. Komisch. Angelegt ist die widerliche Rune der Macht. Sensensiegel. Also ich will mir auf jeden Fall das Sensensiegel leisten. Ist bloß die Frage, wer... Ich glaube, für dich ist das eine bessere Waffe. Gut, dann ist es auch... Ja gut, das ist kein großer Unterschied. Konstant 9 Schaden. Gegen verwundbare Einheiten. Das kannst du ja casten. Verwundbarkeit. Und du verursachst auch noch Verwundbarkeit. Na, ich glaube, das ist eine super Waffe für ihn. Eine super Waffe für ihn. Mehr? Na gut, wir können hier nochmal kurz schauen. Mehr sehe ich jetzt nicht so zwingend. Ah, das ist halt stark. Die weniger Aktionspunkte verlieren, das finde ich immer faszinierend. Das ist immer so eine Sache. Nee, 3 Missionen. Wo? Angebot wird häufig aktualisiert. Das brauchen wir. Ja, ich glaube, diese Erweiterung, die hätte ich gerne. Dadurch werden die halt stärker. Also da kriegen sie extra Rüstung anstatt durch Rüstung. Gibt es eigentlich einen, wo man auch den Schaden... Einen Ort, wo man den Schaden auch erhöht. Weitere Oh, Wächter der Herren. Für den Inhaber des für Ritter des alten Glaubes. Haben wir jemanden? Bist du der alte Glaube? Nee, wir haben keine alten Glauben. Hier, Wächter der Herren. Verteidiger der Brücke, Wächter der Herren, königlicher Beschützer. Gesetze. Puh. Das ist alles Sachen. Ja, brauche ich sie nicht? Ich weiß es nicht. Aber haben wir bloß 650 Gebäuderessourcen. Das ist zu wenig. Einen kann ich wieder zum Training schicken. Was? Achso, Christ. In der Gruppe. Achso, in der Gruppe. Achso, das ist die aktuelle Kampfgruppe. Na gut, zum Übungsplatz. Weil irgendjemand kann ja noch trainieren nebenbei. Schaden tut es nicht. Und zwar jemand, der... Ah ja, dich muss ich sowieso auf der nächsten Mission mitnehmen. So, Ivan. 2 Missionen trainieren. Warum nicht? Gönn dir. Dann bist du auf Stufe 6. Okay. Gibt es sonst irgendwas Neues? Oh, ein neues Ereignis. Ein beunruhigender Gast. Ah, nein, was? Camelot kann ein Sammelpunkt für Scharlatane und Verrückte sein. Doch dieser von Pocken befallene Alchemist scheint anders zu sein. Die Gegenwart des Fremden mag unangenehm sein, doch sein Angebot ist verlockend. Für eine ruhige Ecke im Zauberturm könnte ich im Gegenzug von seinem Wissen profitieren. Etwas Sorge bereitet mir, dass er von lebenden Versuchsobjekten für seine Experimente sprach. Wobei es in Verliesen geeignete Kandidaten dafür gäbe. Okay. Durch geopferte Gegenstände. Das haben wir schon. Die Christen und die Rechtschaffenden lehnen höflich ab. Verweisen Fremden des Landes. Uff.
Mordred wird verletzt. Warum wird Mordred dabei verletzt? Ja gut, dann müssen wir die Verletzung auskurieren. Aber das ist, glaube ich, es wert. Wir kriegen nämlich dadurch 4 Loyalität. Verschwinde aus meinem Land, Gesocks! Was ist das nur für eine Verletzung? Trägheit. Minus 20 mentale Schwächungsresistenz. Ja. Die ist schlecht. Verletzung müssen wir auskurieren. Und zwar... Hospiz? Keine Verletzung? Das ist doch eine Verletzung. Hieß es nicht, wird verletzt. Also, es ist die Kathedrale. Ja, und schnell. Ja, ja. Ja, Sir Mordred wird dann bei der nächsten Mission dann nicht mitmachen. Aber das ist nicht so schlimm, weil die nächste Mission muss sowieso Sir Ector mitkommen. Dann sehen wir hier schon die 4 Obervordersten, dass diejenigen mit Sir Ector seinen Job, seine Quest erledigen werden. Aber das erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.